So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk about World of Tanks. Letztes ist schon etwas länger her, deswegen möchte ich da nochmal auffrischen, quasi. Mit einem neuen Panzer natürlich, dem hier nämlich, dem KV-2. Wir haben noch die Silvestergarage, wir haben jetzt gerade, glaube ich, den 6. Ja, 6. ist heute. 6.1. Ja, KV-2. Weil viele Leute haben mich gefragt, KV-2, was ist denn da das bessere Equip? Ich habe gehört, man nimmt den ersten Turm, ich habe gehört, man nimmt die und die Gun und da HE und AP und was weiß ich. Und um damit jetzt mal aufzuräumen, ganz einfach. So, erstmal KV-2, gab es den wirklich? Ja, gab es wirklich. Und zwar in der Ausführung, wie er. Nee, gar nicht. Nicht hier steht, sondern mit dem Turm. Ich baue den jetzt mal drauf. So gab es den wirklich, glaube ich. Ich bin mir mit dem Turm jetzt gerade nicht sicher. Könnte auch der andere sein. Auf jeden Fall mit der Kanone. So, wir gucken uns jetzt mal an, wie er ist, wenn ihr einen Stock habt. Tut mir nicht, weil ich mir die Gun nicht leisten kann. Fail. Naja, destotrotz, ja. Stock sehen wir hier. Funkreichweite 360 Meter, das solltet ihr aber schon haben. 440 ist auch nicht viel, kostet ja deswegen auch nicht so viel das Ding. Ketten, ich weiß gar nicht. Braucht man da die Ketten bei dem Panzer? Das wären 56,8. Nein, braucht man nicht. Die Engine würde sich auf jeden Fall, also sollte man sich auf jeden Fall holen. Der Panzer ist mit 5. Na gut, okay, das ist jetzt. Das wäre nur Verschönerung von der Fire Chance und so oft brennt der meiner Meinung nach nicht. Aber gut, vielleicht ist es bei euch ja anders, weiß ich nicht. Aber die 600 HP, also Horsepower, lohnen sich schon, weil der Panzer recht langsam ist. Der Turm, ja, also das, Priorität darauf legen braucht man nicht. Der Turm ist eindeutig eine etwas größere Silhouette, weil die Panzerung ist so ziemlich dasselbe. Die Kanonenblende ist ziemlich dick, der Rest darum ziemlich lau. Ehrlich gesagt finde ich diesen, naja, hier wird man abprallen, wenn man drauf schießt, aber hier kommt man dann doch recht leicht durch. Gucken wir uns mal den anderen Turm an. Das ist hier unten dasselbe, genau wie man da abprallen würde. Es prallt allgemein nicht so viel ab an dem Ding. Also, 860 Hitpoints mit dem großen Turm, 810 mit dem kleinen, glaube ich. Tonnen ist egal. 600 Horsepower mit dem großen Motor, 35 Speed mit 18 Traverse Speed. Da seht ihr schon, er dreht sich sehr langsam. Aber ist halt ein wirklicher Heavy Tank, ziemlich behäbig. Ja. Standard Shell Damage ist mit der. Wobei, wir kommen mal zu der Kanone gleich. Turret Traverse Speed 16 Grad, View Range 330. Signal Range und View Range sind ziemlich niedlich. Niedlich. Ja. Niedrig. Wobei niedlich trifft es auch. Ziemlich gering für den Panzer. Deshalb am besten immer ein bisschen in Kontakt mit euren Teammates bleiben, also nicht zu weit wegfahren. Ja, das sind alles Stats, die sich mit der Waffe verändern. Die Panzerung ist für einen Heavy mittelmäßig. Ich weiß gar nicht, was der KV-1S hat. Ich meine, der hat 100 mm Turmpanzerung. Das wäre ja das Pendant dazu. Aber wir machen das mal hier. Dann können wir nämlich alle drei vergleichen. Das wären nämlich die drei, für die ihr euch entscheiden könntet. So. Das da. Und das da. So. Da sehen wir es nämlich. Die Panzerung ist. Die Hull Armor ist beim T-150 am besten, das ist ja auch klar, das ist der größte Tank. Und die Turmpanzerung ebenfalls. Und als zweites kommt dann der KV-1S, der dieselbe Wanne wie der KV-2 hat, aber einen schlechteren Turm. Ja. Wichtig ist zu wissen, wenn ihr den KV-2 spielen sollt, was ich euch empfehlen würde, weil das Ding echt Laune macht, ihr kommt darüber nur zur Artillerie, nirgendwo anders mehr hin. Ihr könnt euch dann noch hier hochforschen, aber das wäre meiner Meinung nach sinnlos. Kann man machen, aber ist halt im Endeffekt ein verschwendeter T6er. Man kommt damit nur zur Artillerie und dann später hierhin. Oder eben halt wieder hoch. Aber das wäre ja dann ein übersprungener. Ja, einmal überspringen. So, dann kommt die Knackfrage schlechthin. Welche Kanone packe ich denn da drauf? Und da haben wir nämlich zwei zur Auswahl. Das wäre einmal die sogenannte Trollgun oder HE-Gun, die 152 mm M10, die ich drauf habe. Oder die 107 mm CIS-6. Das ist dieselbe Kanone, die auch der T-150 hat. So. Jetzt müssen wir uns, also die andere würde ich mal ausklammern, weil das andere ist nur eine kleinere HE-Knarre, die 122 mm. So, jetzt müssen wir überlegen, was möchten wir denn? Möchten wir in Tier 6 Gefechten Damage machen? Möchten wir in Tier 8 Gefechten Damage machen? Möchten wir durchkommen? Möchten wir unsicheren, aber dafür manchmal sehr hohen HE-Schaden machen? Sollte man sich für Letzteres entscheiden, würde ich ganz klar die 152 mm empfehlen. Da eine HE-Kugel rein und dann hat man einen durchschnittlichen Schaden von 910. Mit dem man so alles bis Tier 6, bis Tier, also Tier 5 war auf jeden Fall one-shottet. Und die meisten Tier 6er eigentlich auch. Ja, Goldmunition ist ziemlich übel mit dem Ding. Ich persönlich verstehe sie nicht. Gut. Wobei selbst die hat nicht so viel Durchschlag, also ist ja gar nicht so sinnvoll. AP absolut unsinnig.
viel zu wenig Durchschlag. Da muss man schon Glück haben, wenn man irgendwie durchkommt. Eins war cool, kann man mitnehmen, weil für ein Tier 5er ist es halt safe, der Damage dann. Aber für ab Tier 6 kommst du eigentlich mit AP nicht mehr durch. Also, ganz klare Empfehlung HE. Sollte man aber sich dafür entscheiden, dass man ein bisschen zurückhalten möchte, ein bisschen snipern, ein bisschen die wirklichen Stärken eines Heavys ausnutzen möchte, sprich von so 200, 300 Meter Abstand den Gegner mit 3, 4 Schüssen wegmachen, also Standard-Heavy quasi, sollte man sich eindeutig für die 107 mm entscheiden. Diese schießt auch deutlich öfter mit 6,19 Rounds per Minute. Mit einem Average Damage von 300 mit AP-Munition auch völlig in Ordnung, 167 Durchschlag auch völlig okay. Dann ganz klar die Empfehlung mit AP zu spielen, weil HE da wieder sinnlos wäre. Ja, das ist der KV2. Jetzt natürlich noch die Weak Spots, wie immer, zum Schluss. Wenn da so ein Ding frontal vor euch steht, bieten sich immer an Sehschlitze, Crew verletzen, genauso wie hier Maschinengewehr und untere Wanne, ganz klar. Ist immer so. Hier ist immer schlecht drauf zu schießen und hier auch, weil das, also, ne, so offen wir das hier sehen, das ist angeschrägt und das hier auch. Aber hier ist ziemlich gerade und so stark angeschrägt ist es auch nicht, also durchkommen tut man da auch. Ketten, ist klar. Oder hier unten unter dem Turm ist auch immer gut. Kanonenblende ist ein bisschen sinnlos, meiner Meinung nach. Seitlich hinterer Turm, weil da das Munilager sitzt, beziehungsweise hier unten ist das Reservemunitionslager. Also ganz klar da rein, der Turm bietet sich allgemein immer an. Gleiches gilt von hinten, Motor beschädigen oder hier das Munitionslager zum Explodieren bringen. Ja. Was würde ich für Crew-Skills empfehlen? Ich habe selber bei dem Panzer ein bisschen überlegen müssen. Ich habe 6. Sinn, wie bei jedem Panzer würde ich immer als erstes drauf machen beim Kommandanten, wenn man sich nicht für Waffenbrüder entscheidet. Dann habe ich beim Restreparatur bis auf das schnellere Drehen, sprich Meister am Bremshebel oder Clutchbraking, beim Fahrer, damit der Panzer sich ein bisschen schneller dreht. Alternativ könnte man Rambock nehmen, alternativ könnte man auch also höhere Genauigkeit beim Fahren nehmen. Die Kanone ist allgemein ein ziemliches Mysterium, denn egal wie groß der Kreis ist, man trifft ziemlich oft die Mitte. Das ist wirklich so eine feste Sache. Aber sonst würde ich Reparatur empfehlen, damit man zur Not schnell wegkommt. Also man macht mit Reparatur nichts falsch. Was ich nicht empfehlen würde, wäre Tarnung. Tarnung ist einfach bei dem Klotz vergebene Liebesmühe. Naja, wo kommen wir denn dann hin? Habe ich ja schon gesagt, zur S51. Ja, gut. Das war's mit dem KV2. Man kommt übrigens vom KV1 dahin, der auch sehr spaßig ist. Jo, dann würde ich mal ganz klar sagen, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, bis denne und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ciao.